Ulje Gaming, CJ hier, mit Guild Wars 2 und natürlich mit unserem tollen Elementarmagier Boronian Rodiak. Jawoll. Und seit meiner letzten Aufnahme ist auch ein bisschen was passiert. Und zwar, zum einen ist ein neuer Patch rausgekommen, wo endlich die Guild Wars Raids da sind. Haben wir jetzt noch nicht so ganz viel mit zu tun, aber ich dachte, ich erzähle das mal. Ist ja für den einen oder anderen bestimmt interessant, der das guckt. Und zum anderen habe ich mal zwischen den Aufnahmen ein bisschen was geändert. Und zwar zum einen im Inventar. Ich habe mal wieder Verwertungskits geholt. Werde ich euch zeigen, wofür die überall gut sind, wenn wir mal Sachen für unser Inventar bekommen. Habe ich alles verkauft, braucht man alles nicht mehr. Und ich habe ein paar neue Taschen geholt. Von meinem guten Dieb, der hatte noch ein paar über. Ist jetzt hier gar nicht so einfach wie bei WoW, beziehungsweise anders. Sagen wir nicht, es ist nicht schwieriger, aber es ist anders. Bei WoW zum Beispiel war das ja so, man müsste das Ganze über den Briefkasten machen, beziehungsweise Briefe verschicken. Dann kann man accountgebundene Sachen hin und her verschicken. Hier geht das nicht. Hier macht man das über die Bank. Man hat quasi nur eine Bank mit dem ganzen Account. Und man legt da was rein und ein anderer Char von mir kann sich's rausholen, so. Habe ich das dann halt gemacht. Musste ich in der Hauptstadt machen. Ja, ich habe nicht viel gemacht da. Bin einmal kurz rein, einmal wieder raus. Also, da werden wir auch bald hinkommen. Werde ich euch dann zeigen, wofür das ist. Und was ich mir noch geholt habe, H ist das, glaube ich, genau. Ich habe mir hier Werkzeuge geholt. Kupfererntesichel, Kupferholzfäller-Axt und Kupferspitzhacke. Damit wir Erz ernten können, Holz hacken können und Kräuter ernten können. Die brauchen wir für unsere späteren Berufe. Ja, das ist das, was ich zwischendrin mal gemacht habe. Damit das nicht alles nochmal 20 Minuten das hin und her laufen, alles Mögliche. Kostet doch, ich mache das mal so. Neben der Aufnahme ist ja auch nichts Wichtiges. Und jetzt kommen wir wieder zu den wichtigen Sachen. Jetzt sprechen wir nicht erstmal mit Leda. Der Reiz des Abenteuers lockt uns in den Norden. Doch nur ein mutiges und wildes Herz überlebt außerhalb dieses heiligen Tals. Wenn ihr bereit seid, prüft euch am ungezähmten Geist der Häsin. Wenn ihr diese Prüfung besteht, habt ihr vielleicht das Zeug dazu, die Herausforderungen der Grenzlande zu überleben? Na dann, ich würde ja sagen, wir haben auf jeden Fall das Zeug. Müssen wir wahrscheinlich noch beweisen, dass wir das Zeug haben. Oh, eine Straßensperre. Die müssen wir mal schnell lösen, damit wir da durchkommen. Ja. Elematch! Einmal mal drauf da. Jawohl. Sieht doch ganz gut aus. Oh, nur Bronze. Aber immerhin. Immerhin Bronze, kann man ja sagen. Haben wir eigentlich schon die ganzen Fertigkeiten gesehen bei Feuer? Ich glaube nicht. Wirkt ein Feuerball? Doch, haben wir schon. Oh, ja. Wirkt ein Feuerball? Klappt. Scheiße. War jetzt so nicht geplant. Warum jetzt auch noch den nächsten? Ach, verdammt. Genau, Rückzugsfeuerspur. Doch, doch, kennen wir schon. So, genug. Denn das wollte ich nämlich gar nicht. Verdammter Mist. So, und hier sehen wir rechts schon ein Kupfererz. Dafür brauchen wir unsere Werkzeuge. Also in dem Fall die Spitzhacke natürlich. Und wie wir hier rechts sehen können, wir bekommen hier Kupfererz und manchmal auch Edelsteine, die wir dann für bestimmte Berufe benutzen können. So, was müssen wir jetzt machen? Sucht verstecktes Hausfutter und bringt es zu Bjarni. Haltet die hungrigen Häschen von allen fern, die Futter bei sich tragen. Okay. Da müssen wir ihn hinbringen. Können wir auch schneller. Habe ich ja Hasenfutter. Bitte. Okay, wo ist denn das nächste Hasenfutter? Vor allem hier sind ganz schön viele Karnickellöcher. Okay, das war vielleicht nicht die beste Idee. Oh, jetzt sollte ich vielleicht benutzen meinen Rollen, damit ich hier wegkomme. Genau, mein Ausweichen. Ja, das ging gut. Das war eine gute Idee, das so zu machen.
mir ja schnell abgeben. Ja, aber immer doch. Ich liebe Herausforderungen. Was haben wir sonst noch? Langhorn wieder, na gut. Häschen-Akolyten, das klingt irgendwie falsch. So, erstmal auf den Weg rollen, würde ich vorschlagen. Jetzt gucken, dass hier kein Häschen irgendwo kommt. Kein Nickel. So, einmal rollen noch. Ich denke, jetzt dürften wir außer Gefahr sein. Ah, wunderbar. Okay, dann hätten wir es auch schon fast zur Hälfte gelöst. Kann ich mit dem Karnickel reden? Nö. Schade. Ich dachte, ich könnte einen freundlichen Plausch mit dem halten, aber dem war nicht so. Bjarnis Hasenfutter Geheimlager. Natürlich. Ganz viele Karnickellöcher sind hier. Oh, weg. Nein, es kommt mir hinterher. Nein. Hau ab. So, schnell abgeben. Jawohl, ja. Ja, das ein paar Mal muss ich noch, sonst bekomme ich das Herz nicht fertig. Also, keine Sorge. So, aufnehmen, rollen, weg. So, Boronia, mach mal hin. Nicht genug Ausdauer. Nicht genug Ausdauer, dann skill mal Ausdauer, du verdammter. So. Nee, hier war falsch, da waren wir ja schon. Da haben wir ja Kupfererz abgeerntet, genau. Das ist der letzte Spirit, das ist der Ausdruck. Ein ziemlich langweiliges Quest, muss ich ja sagen. Hier kann man. Oh, Hase! Weg, Hase! Hier kann man ja nicht mal irgendwas metzeln. Na gut, muss auch mal sein, ne? Rollenspieltechnisch sind wir ja Helfer und müssen helfen, da wo wir gebraucht werden. Von daher sollte das kein Problem sein. Und in der dritten Folge habe ich übrigens erstmal die richtige Einstellung gefunden, wo ich meinen Kamera-Hut quasi habe in der Mitte. Weil das hier ist nicht ganz oben, wie es bei den meisten anderen Rollenspielen ist. Quasi da, wo jetzt mein Cursor gerade ist. Denn da ist jetzt gerade mein Kamera-Hut. Das ist ganz okay diesmal. So sehe ich wenigstens links das Inventar, rechts was ich zu machen habe. Damit kann ich vorerst leben, auch wenn ich finde, dass mein Kamera-Hut in der Mitte ganz schön scheiße aussieht. Aber na gut, man kann nicht alles haben, ne? Man nimmt's, wie es kommt. Nein, wir können nicht wegrollen, wir können nicht wegrollen! Nein! Doch! Nein! Blöder Hase, komm, hau ab! Verdammter Mist! Waldmanns, Dank, jawoll, und ein Level-Up bekommen! Geiler Shit. Allmählich bin ich seit. Na, das freut mich aber. Was haben wir bekommen? Angeschlagen Fertigkeit 2 freigeschaltet. Das ist gut. Also wenn wir auf dem Boden liegen, haben wir dann quasi nicht mehr nur den Angreifen-Slot, sondern auch noch die zweite Fähigkeit. Was das hier ist, weiß ich gar nicht. Panoramen freigeschaltet und Schwarzlöwen Handelsgesellschaft. Das ist quasi was wie ein Auktionshaus bei WoW. Und Rüstung reparieren. Das ist auch ziemlich cool. Brauchen wir im Moment noch nicht. Aber kommt bestimmt noch. So, Level 12 Handwerk. Das ist gut, da können wir dann unsere Berufe lernen. Und die persönliche Geschichte, das wird auch noch interessant. Also, Level 10 ahead, würde ich sagen. Panoramen. Ja, hier unten haben wir ein Panorama. Aber ich glaube, da mussten wir hier oben lang. Ich meine mich daran noch zu erinnern, auch wenn das schon 4 oder 5 Jahre her ist. Gar nicht wahr, 4 oder 5, 3. Aber trotzdem lang genug, würde ich sagen. Dass meine Erinnerung ein bisschen getrübt sein kann. So, und hier sehen wir das erstmal an Holz. Hier ist es ein Espenschössling. In anderen Gebieten heißen die anders, kommt aber auch ein grüner Holzblock raus. Also von daher nimmt sich da nichts. Und ich brauche auf jeden Fall ganz viel für meinen Dieb noch. Wie gesagt, ich habe es nicht geschafft, da ordentlich hinterher zu skillen. Nicht nur der Wind und Schnee werden euch dort draußen testen. Falls ihr eine echte Herausforderung sucht, benutzt die Straße nach Norden, die aus dem Tal herausführt. Nehmt euch vor den Söhnen Svanirs in Acht. Ihr Drachenkult liegt wie ein aggressiver, dunkler Schatten über dem Norden. Na gut, machen wir. Aber erstmal haben wir hier noch einen Boss, den ich gerne mittöten würde. Allerdings geht er ganz schön schnell schon runter. Aber ich kann mich ja bewegen und
schießen, dann geht das. Ah, sogar Gold. Sogar Gold. Sehr schön. Für ein gewaltiger Widder. Boah, ey. Ich kann es kaum erwarten, ihm den Schädel zu zeigen. Mit der sich freuen, wenn er gut, dass er keinen Dickschädel hat. So. Wir werden an möglichst vielen Sachen vorbeigehen. Also erstmal Schösslinge, Kupfererz und keine Ahnung, was das hier eigentlich für Pflanzen gibt. Das müssen wir nochmal rausfinden. Denn nicht nur beim Dieb wird das ja gebrauchen, sondern später auch meine Ehemagier. Ich weiß noch nicht so genau wofür, aber... Ich weiß noch nicht, welche Berufe ich machen werde, aber... Ding. Oh. Verdammt. Was muss ich denn machen? Werf Schneebälle nach den Kindern und weicht allen Schneebällen aus. Okay. Das kriege ich hin. Also vielleicht. Oh, das war scheiße. Das war kein Kind, das war ein NPC, das war ein Player. Zack. Mitten in die Fresse. Und nochmal. Zack. Und niedergestreckt, so wie ich das gerne habe. Mal mitten in die Fresse rein. So, während wir hier eine nette kleine Schneeballschlacht machen, kommen wir auch mal wieder über aktuelle, oh, nicht ausgewichen, aktuelle Themen des Tagesgeschehens diskutieren, ne? Mache ich ab und zu mal ganz gerne, habe ich mal im WoW Let's Play ja auch gemacht. Im Moment, was Interessantes gab. Interessantes oder Wichtiges, muss man ja sagen. Nicht alles, was wichtig ist, ist auch interessant, aber sollte vielleicht zum Teil doch erwähnt werden. Zum Beispiel die Terrorangriffe in Paris und die das abgesagte Länderspiel von Deutschland in Hannover. Betrifft mich dann, also neben Paris natürlich auch gerade noch sehr aktuell selber. Denn ich wohne ja quasi in Hannover. Oh, was kam, was war hier? Bären! Bären! Die verbleibenden... Oh. Ja, verbleibende Bären. Und ich bin gerade gleich verbleibend tot, wenn ich nicht aufpasse. So, machen wir unsere Rückzugsrolle mal, ne? Ja, schön, laufen alle wie richtig durch. Geiler Scheiß. So, Bereichszauber. Au, ey. Schön ein Area of Effect da reinbrezeln. Alle sind tot. Sind noch... Oh, noch genug Bären für jeden. Tagesgeschehen muss gerade warten. Wir sind selber im Kampf. Bärenmarke, Bärenmarke, Qualität. Und zurückrollen, jawoll. So, wechseln wir mal auf Wasser. Hab ich gerade ein bisschen Bock zu. Mal ein bisschen was Verschiedenes hier ausprobieren, ne? Au! Sehr viele Bereichszauber. Das Feuer sieht doch um einiges mächtiger aus, muss ich sagen. Aber gleich sind die Bären weg. Auch mit Wasser geht das anscheinend. Naja, ich wechsle mal wieder auf Feuer zurück. Genau, bleibt da. Bleibt doch da. Lasst euch doch niedermetzeln. Sehr schön. Event mit Gold abgeschlossen. Genau. Ab sofort den Raben verehren. So ist das. So, nehmen, werfen. Dafür kriegt wer der ist genau reingelaufen, ey, die. So, das hätten wir auch. Und damit hätten wir auch wieder ein Level Up. Das geht ja ganz fix heute. Was haben wir bekommen? Unterwasserkampf freigeschaltet und Waffenfertigkeit 5. Sehr cool. Den Dreizack und den Stoff-Aqua-Atmer. Ja, ich... Achso, gibt's beides. Ja gut, sonst gibt's erstmal nichts Neues weiter. Dann können wir uns kurz darum gucken. Vitaler Schwarzend-Dreizack. So, das ist dann die Unterfalte. Gedrückt. So, die Unterwasserwaffe können wir ausrüsten. Sehen wir dann hier. Vitaler Schwarzeck. So ein Atemgerät brauchen wir auch. Können wir gleich anlegen. Sehr, sehr schön. Dann können wir ab jetzt auch unter Wasser kämpfen. Was mich sehr freut. Haben wir schon einen freien Aufwertungsplatz haben wir. Können wir das verwenden? Genau. Also das ist der Edelstein, den wir gefunden haben. Tigeraugenkiesel. Macht plus 3 Präzision. Ist ja für uns jetzt nicht ganz so wichtig, aber können wir hier einsetzen, ne? Jetzt haben wir plus 3 Präzision, quasi wie Edelsteine bei WoW.
Sind es auch hier Edelsteine, komischerweise, ne? So Material wieder lagern, einfach zur Bank, damit wir nicht so viel haben. Dies ist eine schlechte Zeit zum Reisen. Und immer wenn wir so ein Herz fertig haben, dann schalten wir auch einen kleinen Händler frei. Das ist immer ganz nützlich, einfach mal um Schrott zu verkaufen danach. Meistens, sehr viel mehr haben die meistens nicht, aber quasi Schrott zu verkaufen ist das immer ganz gut. Denn gerade am Anfang ist das Inventar ja so klein, dass man da immer Probleme hat, um das nicht immer voll zu sein. Gut, Sehenswürdigkeit hier. Und dann würde ich sagen, gehe ich ganz langsam mal zum nächsten Quest. Und nun können wir uns hier dem aktuellen Tagesgeschehen widmen. Terroranschläge in Frankreich und Terrorwarnung in Hannover. Ja, schlimme Sache. Muss ich zuerst einmal sagen. Es hat mir sehr leid getan, als ich das gehört habe. Ich habe ja das Spiel gar nicht geguckt, wo es dann quasi erst aufgekommen ist. Ich habe das dann nur so in meinem Nachrichtenticker gelesen. So Terroranschläge, hör, was ist denn da los? Auf einer Rockband, auf einer Rockveranstaltung. Dann und auch in der Nähe des Stadions von Frankreich in Saint-Denis. Ja, ich war eigentlich tief erschüttert, weil zum einen ganz grundsätzlich, weil jetzt hat es der Terror auch geschafft, in quasi in Europa Einzug zu halten. Was garantiert weitreichende Folgen haben wird. Und zum anderen muss man sich ja vorstellen, die haben da einfach ein Rockkonzert gestürmt, ne? Und ich war am... Das war ja letzten Freitag und den Sonntag davor war ich ja selbst auf einem Rockkonzert, ne? Wenn ich mir da vorstelle, dass da einfach Leute mit Maschinenpistolen reinstürmen und da wild umherschießen und dann einfach abknallen oder gar nicht einen nicht selbst, sondern die Freunde, dass du das miterleben musst, wie sie da quasi in deinen Händen sterben, das ist doch schon sehr zermürbend, dass dieser Gedanke, dass das jetzt quasi immer und überall passieren kann, ne? Und der gute Blackmatch, der war an den Abend bei mir und ist dann irgendwann nach Hause und hat mir dann noch geschrieben, ich höre irgendwo leicht Böllerknall. Ich hoffe, es ist Böllerknall. Der hat dann auch ein bisschen Fersengeld gegeben, weil er meinte, er hat ein mulmiges Gefühl, ne? Ich meine, das ist zwar da nur in Frankreich passiert, aber da fühlt man sich einfach nicht gut. Ah, ich sehe gerade, hier unten ist eine Pflanze. Die sollten wir noch mitnehmen, gucken, was das ist. Ja, und dann war es ja so, dass eigentlich ja quasi der Fußball bzw. Deutschland ein Zeichen setzen wollte und das Spiel stattfinden lassen wollte. Naja, und dann es ist ja so passiert, dass dann leider doch irgendwie akut was gefunden wurde, was darauf hingewiesen hat, dass da vielleicht doch was passiert. Dann ist es in der Tat doch besser abzusagen, anstatt sehr viele Menschenleben zu gefährden. Das kann es nämlich nicht sein. Denn dann hätte es nicht 1:0 für den Terror gestanden, wie man ja, fast sagen muss, ne? Ich meine, und dann hätte sogar gleich 3:0 für den Terror gestanden und das wäre eine echte Schlappe gewesen. Das kann man nicht machen. Denn so, sagen wir, haben wir richtig gehandelt auf jeden Fall und können auf andere Art und Weise jetzt die Opfer würdigen, die da in Paris umgekommen sind. Anstatt, dass wir jetzt noch hätten, keine Ahnung, 50.000 würden reinpassen, noch 50.000 weitere und unsere gesamte Regierung, ne? Das kann es ja auch nicht sein. Von daher, ihr seid ein willkommener Gast. Schlimme Dinge, allerdings muss man sagen, richtig gehandelt meiner Meinung nach. Und was ich allerdings immer wieder sehr erschreckend finde, ist, was in den sozialen Netzwerken da abgeht, ne? Ich meine, da geht das Rumgeflame schon wieder los, von wegen, wie kann man das absagen, ihr habt doch gar nichts gefunden, von wegen... Es geht doch alles gar nicht, ihr denkt überhaupt nicht an uns und so. Ja, von wegen, ne? Aber ihr denken ja gerade nur an euch. Weil wenn dann wirklich was passiert und es nicht abgesagt wurde, das wäre viel schlimmer gewesen, als das jetzt so ist. Aber jetzt lief ja alles gut. Alle sind Kräutersprosslinge. Vor allem sind alle gut nach Hause gekommen, alles lief ruhig ab, alles bestens. Von daher ist es absolut besser als anders. So. Damit nochmal, Abschluss. Sehr schlimm, was passiert. Ich hoffe, wir können da irgendwie gegenhalten. Wir können den Opfer nie vergessen machen, die da erlitten wurden. Und ja, ich hoffe, wir schaffen das, diesen Terror zu besiegen und wieder so sicher und fröhlich zu werden, dass man ohne
ohne Einbußen an Lust und so auf die Straße gehen kann und sagen kann, so, machen wir, ohne dass uns was passiert, und so ist das. Genau, und ohne dass was passiert, machen wir jetzt hier auch weiter. So, wir haben hier Eulengreifen, die wir mal killen müssen, und zwar gleich drei an das Stück. Ich bin so doof. Den einen habe ich nicht gesehen, den anderen greife ich an, zum Glück kommt der dritte gerade nicht. Ja, das wollte ich einfach nur mal sagen, loswerden. So eine kleine ruhige Zockstunde bietet sich da halt auch immer an, um mal ein bisschen über aktuelle Themen zu reden. Nicht immer nur über Spiele selbst. Quasi, da redet man ja immer schon genug drüber. Wie ist das Spiel, was hat es für Unterschiede? Sondern auch einfach mal zum einen zu zeigen, ja, es gibt auch noch anderes als Computerspiele. Und zum zweiten, ja, Let's Player haben auch ein normales Leben und interessieren sich auch für normale Dinge. Muss man sagen. Es wird ja auch immer dann immer gleich missverstanden. Totale Nerds, die können gar nichts anderes als spielen. Ist nicht so. Definitiv nicht. Hey, Let's Play haben sogar Freundinnen. Also von daher ist total geil. So. Jetzt sehen wir uns das Panorama aber erstmal gemütlich bis zum Ende an. Dann jetzt schließlich mein Gelaber ertragen. Ich ertrage jetzt das Panorama. Nein. Es ist ja wirklich schön gemacht. Von daher passt das. Außerdem kann ich das nutzen, um mal einen Schluck zu trinken. Denn auch das ist ja ein Unterschied, ob ich quasi nur das Spiel kommentiere oder ob ich, wie gesagt, tagesaktuelle Geschehen diskutiere, erzähle. Denn das, da rede ich ja doch nochmal sehr viel mehr, als wenn ich einfach nur das Spiel kommentiere. Ne? Dann sage ich so, Angriff, Skill 4, nach hinten. Oder wirklich genau auf diese Themen einzugehen. Ne? So, jetzt ist meine Kehle wieder angefeuchtet, jetzt könnte ich ein anderes tagesaktuelles Geschehen kommentieren. Habe ich gerade keine Lust drauf. Denn ich möchte der Löwengarde helfen. Die Straße durch die Eissteppen zu schützen. Hier können wir das anscheinend noch nicht machen. Ich würde sagen, wir müssen die Straße lang, ne? Klingt irgendwie einleuchtend, finde ich. Wen haben wir denn eigentlich hier? Jack Hara. Das ist toll, dass wir Jack Hara hier haben. So ein Stufe 8 Quest. So, ich hoffe, jetzt kommen hier bald mal wieder ein paar Events. Denn ansonsten tritt nämlich langsam das ein, was hier bei Guild Wars sehr oft eintritt. Man macht höherstufige Quests und die dauern erstmal meiner Meinung nach sehr viel länger und auch sehr viel schwerer. Ich bin zu doof, auch noch drauf zu achten, wenn irgendein Gegner kommt, ihn dann auch mit zu killen. Oh nee, du bist wieder in Hochform. Ah ja, da helfen wir mal kurz, ne? Da hauen wir mal mit rein. Du auch noch und sowieso und überhaupt. Genau, Jack Hara. So, einfach mal reinsetzen. Einfach mal eine Fresse. Und das kennt er ja schon, ne? Aus anderen Let's Plays. Einfach mal voll rein in die Fresse. Du Sohn Svanias. Nicht Svafnir, denk dran. Nicht DSA hier. Svanias ist das. Oh, Erikolos. Der ist auch da. Was hier heute alles für Prominenz rumschwirrt. Kann man diesen Eisbrutwolf auch gebrauchen? So, bitte alle durch. Durch meine Feuerwand. Alle durch. Ja, geht. Das ist sehr schön. Mächtiger, geschmeidiger Holzstab. Ist der gut? Der ist im Grunde fast genauso, also ähnlich, von daher egal. Aber jetzt können wir mal unser Wiederverwendungskit benutzen, rechte Maustaste verwenden. Und jetzt sehen wir alles, was rot angezeigt wird. Logischerweise können wir nicht wiederverwerten. Das können wir wiederverwerten. Klicken wir mal drauf. Und ihr seht schon, wir bekommen zum einen grüner Holzblock und zum anderen Essenz des Glücks. Erhält man 10 Glück, wenn man doppelklickt. So, das sieht man hier nicht. Man bekommt hier unten manchmal noch magisches Gespür, wenn man bestimmte Schwellenwerte überschritten hat. Ich glaube, ich habe mittlerweile schon 30%. Oh, und eine Zwiebel. Oh, Straßensperre. Ja, ich glaube, die ist weg, bevor ich hier wieder anfangen kann, irgendwas zu machen.
Oh, da kommen die Söhne. Die Söhne Mannheims. Apropos Söhne Mannheims, ne? Die haben ja eine Swiss Life vorgespielt. Nein, nicht Swiss. Nee, nicht Swiss Life Tui Arena. Am Sonntag, als es abgesagt wurde. Die haben das nur kurz unterbrochen, haben dann weitergespielt. Währenddessen Helge Schneider, dass die Lesung ja abgebrochen wurde. Und er hat jetzt die Situation ja mit einem Comedian ganz eigenen Humor gelöst. Und zwar ist er auf sein Hotelzimmer gegangen, hat ein Video gemacht, sagt: So, ich bin jetzt in meinem Hotelzimmer und esse eine Mandarine. Da meine Lesung ja unterbrochen wurde. Und wisst ihr was? Wenn sie morgen nochmal unterbrochen wird, dann komme ich halt übermorgen wieder. Jawohl, der Helge, ne? Der hat das ziemlich gut gelöst. Muss ich sagen, geiles Video. Hochachtung dafür, dass er das so locker nimmt. Und auch der weiterhin denkt, es geht alles gut. Es wird alles wieder gut. Geile Einstellung. So muss das auch. Und nur so schaffen wir das. Ja, ihr seht schon, auch wenn man das Thema quasi schon abgehakt hat, gibt es immer wieder Sachen, die es dann doch noch, die dann doch noch erwähnenswert sind, weil irgendwelche Leute immer wieder irgendwelche großartigen Sachen dazu machen, die es dann ein wenig weniger schlimm erscheinen lassen. Und das finde ich halt so an manchen Leuten oder an vielen Leuten so beeindruckend, ne? So, und jetzt muss ich erstmal diesen blöden Sohn hier töten. Ich töte ja Söhne nicht gerne, lieber ihre Väter, ihre Mütter schon gar nicht. Aber was will man machen, ne? Uhu. So, wo geht's lang? Was muss ich machen? Level 9. Wir könnten kurz zur Wegmarke und dann diese eine Sehenswürdigkeit holen. Oh, hier haben wir... Ach nee, Fleisch sammeln, habe ich keinen Bock drauf. Ja, ich weiß, ich müsste, aber nein, ich mache nicht. Diese Sammelquests sind nicht mal ein bisschen ätzend, muss ich zugeben. Vor allem, wenn man das alleine macht. Und ich glaube, meistens über 15 bis 20 Sachen ist man der Schwellenwert, damit man es geschafft hat. Wenn man das allein macht, dann dauert das mal Ewigkeiten. Und wenn zu viele da sind, hast du genau eine, bekommst du auch immer Bronze. Das ist toll. So, Sehenswürdigkeit, was haben wir denn? Frostbach-Gehöft. Aha. So, und was ich jetzt ganz gerne noch versuchen möchte, ich möchte dieses Panorama bekommen. Ich glaube, man bekommt es, wenn man hier lang geht. Ich hoffe. Man bekommt das, wenn man hier lang geht. Ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Aber wird schon, wird schon. So, und ihr seht schon, langsam ist das mit dem Level auch nicht mehr so ganz, ne? Das ist Level 8 sind wir erst. Haben auch schon wieder knapp 30 Minuten rum. Es wird halt ein bisschen langsamer, ne? Und aber das macht ja auch alles nichts. Es macht aber noch Spaß. Man kann Scheiße labern. Man kann schön gemütlich spielen. Und man kann Espenschösslinge ernten. Das ist doch das Wichtigste. Hoch. Da hoch müssen wir. Okay, nee, das ist ein anderer Aussichtspunkt. Ich dachte schon, das wäre der. Nein, du siehst mich nicht. Du willst mich auch nicht angreifen. Das ist gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hochkommen, ne? Hier ist so ein halbes Jumping-Puzzle. Ah, komm. Du, mach mal. Da geht's anscheinend, geht's hier hoch. Kann man ja, also zumindest geht's hier schon mal ein bisschen weiter. Ist die Frage, ob's auch gleich war. Ah ja, hier könnte man bestimmt drauf. Ja, genau. Das sieht gut aus. Jetzt hier, ja, so geht das, Leute, so geht das. Hätten wir geschafft. Glaube ich, nein, nein, nein. Ich hätte eben darauf Ansehen drücken können. Ich bin zu blöd dafür. Nein, verdammt. Also nochmal. Hier hoch, dann hier. Ja. Vielleicht muss ich auch gar nicht rüber. Doch, wohl schon. So, jetzt haben wir es aber auch geschafft. Und wieder ein schönes Panorama. Wir allein oben auf einem Berggipfel. Sehr heroisch. Sehr, sehr heroisch. Wir alleine runterfallen, fast tot. Nicht ganz so heroisch. Minotaurus-Bulle. Ja, und es sieht ganz gut aus für das andere Panorama, was wir eigentlich haben wollten. Ich glaube, das geht hier lang. Bin mir aber noch nicht so ganz sicher. Oho, Elenia Fireborn, Scavia Lignum und Christina. Ich würde sagen, die ist weiblich.
Hätte ich jetzt so im Nachhinein mal vermutet, ne? Bing, bing, bing. So, abgeholzt. Gut, dann hätten wir diesen Aussichtspunkt. Das ist auch wichtig. Ja, und hier ist die Brücke, genau. Ah, verpiss dich. Na gut. Weil du es bist, bekommst du einen extra langsamen Tod. Damit es extra schmerzhaft ist. So, und weg. Okay, wir machen noch ein bisschen wenig Schaden. Das ist noch ausbaufähig, kann ich, muss ich sagen. Vielleicht wird es besser, wenn wir diesen Espenschüssling mal gehackt haben. Oh, das gibt Zimtstangen. Das gibt Zimtstangen. Oh, Kupfererz nehmen wir natürlich noch mit. Gibt ja auch alles XP, ne? Und wenn ich mich recht entsinne, dann hat Guild Wars oder hatte Guild Wars das WoW voraus, dass es hier für XP gibt, denn WoW hat sowas erst später eingeführt. Ich glaube, ab Guild Wars 2 gab es ganz zu Anfang schon. Dafür haben sie halt andere Sachen, die es noch nicht gab oder nicht mehr gab, nicht mehr gibt. Ansehen. Der Adler, der Leopard. Sehen wir den Bären noch? Der Bär ist da. Was war das vierte? Ich weiß es gar nicht. Ein Bär. Ach, Luchs. Leopard. Ah. Adler, Leopard, Wolf, Bär. Genau. Die vier Geister. Haufen merkwürdiger Felle. Ja, das machen wir mal, wo wir gerade schon mal hier oben sind. Nehmt das Fell. Es geht nie ab. Oh, wollte ich gar nicht. Falscher. So, nehmt das Fell. Achso. So, drauf da. Kann ich nur ein Fell nehmen? Das. Kann ich die Felle jetzt da abgeben? Scheint so. Ey, ein Fell. Felle. Genau. Nehmt das Fell. Kann ich mal nur eins tragen? Ja, kann ich. Zwar schade, aber was will man machen, ne? Und dann halt alles der Reihe nach. Warum geht denn das nicht? Ich habe das doch abgegeben, dachte ich. Ah ja, nehmt das Feld, okay. Das geht wieder. Bitteschön. So, und das meinte ich, ne? Also jetzt sind noch gerade einige Leute hier, das ist okay. Wenn ich jetzt alleine hier gewesen wäre, dann hätte ich wieder Jahre für dieses Quest gebraucht. Beziehungsweise für dieses Event. Ist ja kein Quest, ist ein Event. Ein Fellhaufen. Da ist nichts Besonderes dran. Ist hier was Besonderes dran? Ja, das kann ich nehmen. Weißt du nicht, warum genau das und das andere nicht, aber ich möchte die Spielmechanik ja nicht in Zweifel ziehen. Und daher passt das schon. Jawohl, mach ich. Da, Beweis. Bitte. So, gehen wir wieder hoch. Vielleicht liegen hier noch ein paar Fälle, die für uns besonders sind und für andere nicht. Denn schließlich hatten wir auch schon genug Fälle, die für andere besonders waren und für uns nicht. So, das ist wieder für uns nicht. Besonders da hinten ist noch eins. Zack, schade. Das ist auch nicht sonderlich interessant für uns. Na komm her, du Gebirgsminotaurus. So, das ist wieder interessant für uns. Gut, dann nehmen wir das doch. Hier bitte linear, ich habe ein interessantes Fell. Nein, ich habe ein für uns interessantes Fell für dich. Gott, oh Gott, ich will gar nicht wissen, was für eine Zeitform das war, die ich gerade gesprochen habe. Wahrscheinlich Futur 2 plus Quamperfekt Deluxe oder so. Da gibt es ja ganz tolle Zeitformen im Deutschen. Die man zwar zumindest als Deutscher ab und zu mal benutzt, aber überhaupt eigentlich meistens nicht weiß, was man da überhaupt erzählt. Hätte wollen werden und sowas, ne? Hätte ich dies und das werden wollen, hätte ich das und das tun müssen. Ganz tolle Zeitform. Okay, wir sind fertig. Juhu!
Es dauert zwar noch 40 Sekunden, aber wir müssen immer nichts machen. So, und nutzen wir die Zeit doch einfach nochmal, um dieses Kupfererz hier mitzunehmen. Sehr schön. Nee, das schaffe ich nicht mehr. 20 Sekunden zurück. Ja, vielleicht hätte ich es geschafft, aber keine Hetze hier, ne? Hetz mich nicht! Sascha Grammel, der Guteste. Ich mag ihn. Laut sagen! Ich meine, Bauchrädern ist schon eine ganz tolle Fähigkeit. Ich kann das. Ich kann das nicht. Ich möchte es, glaube ich, auch nicht können, aber wer es kann, das ist schon geil. Oh, wie? Kein Level Up? Dann muss der Gebirgsminotaurus jetzt noch dran glauben. Komm mal her. So, roll dich genau durch meine Feuerspur. So, Level Up. Geht doch. Ach, jetzt können wir sammeln. Ey, cool. Aha, angeschlagen Fertigkeit 3. Gut, jetzt haben wir es auch nochmal bekommen hier. So, Selleriestange. Also alles, was man hier so lagern kann, werde ich natürlich immer gleich weglagern. Und dann zu gegebener Zeit, wenn wir es brauchen, drauf zurückkommen. So, und hier hätten wir dann nur 20 bekommen. Ich habe mir halt schon mal 50 und beziehungsweise 100. Ja. Zugelegt. Weil ich das halt konnte, ne? Durch meinen anderen Char. So, wir müssen eigentlich mal Linea beschützen. Das wäre dann das Folge-Event. Sollten wir vielleicht auch mal tun, so im Nachhinein. Und uns ein bisschen unsere Brötchen verdienen. Okay. Und dann geh mal vor, guteste Linea. Leute, wir machen einen Zangenangriff. Meinetwegen können wir auch Zangen verteidigen. Oh. Jetzt geht's aber los. Was geht denn hier ab? Und warum ducken die sich alle? Die wollen wohl nicht getötet werden. Das finde ich nicht gut. Oh, Bombezwinger. 100 Tötung. Neues Achievement. Die ganzen Achievements sind auch accountweit. Nicht nur spielerweit. Ja, ist mal gut, mal schlecht. Für nicht viel, viel Spieler wie mich in Guild Wars finde ich das, glaube ich, ganz gut. Habe ich so beschlossen. Für mich. Ich hab's gleich. Denn ich habe zwar noch nicht so genau nachgeguckt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man einige Sachen erstmal mit bestimmten Achievements pro Spieler bekommt. Und wenn man das mit jedem Spieler einzeln machen müsste und nicht so viel spielt, dann gibt's das halt nicht. Und so ein account-weites Achievement hat dann halt den Vorteil, man muss es einmal machen, kriegt es irgendwann für alle. Sehr gut. Fiole mit schwachem Blut. Aha. Hätten wir geschafft. So, und dann geht's gleich weiter. Helft Linea, den Yeti zu finden. Ja, das machen wir natürlich auch noch. Das Fell verleiht mir Klarheit. Das Fell verleiht mir Flügel. Ich spüre seine Gegenwart. Na dann. Sieht auch schon aus wie ein Yeti. Erst runter, dann hoch. Du weißt auch nicht, was du willst, ne? Los, 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 los. Gehen wir jetzt wieder hoch? Wir sind dicht dran. Wir müssen jetzt sein wie die Hesin. Ich frage mich gerade, ob das quasi das dritte Event ist oder ob das wieder das erste ist, dass sie jetzt einfach da hoch will. Aber eigentlich müsste es das dritte sein. Die müsste da oben anfangen, dann runterlaufen und jetzt den Yeti finden. Also glaube ich. Hoffe ich. Schauen wir mal, ne? Oh. Ein Bulle. Ding, ding, ding. Mit schwachem Blut. Das schwache Blut können wir auch mal gleich weglagern. Sonst noch was? Nee. Das ist kein Blut. Das ist ein Blut. Ja. Macht nichts. Töten wir trotzdem. Jotun, Yeti, alles das gleiche. Oh, was haben wir denn hier? Level 5 Meteoritenschauer, eine Meteorschauer. Na, das geht aber gut ab, ne? Das ist ein geiler AOE. Geiler AOE. Ja, geschafft. Mächtige Eisenaxt, ich würde sagen, die kann ich nicht tragen, oder? Da ich sie nicht tragen kann, werde ich sie gleich zerstören und wir bekommen zweimal Kupfererz. War's das? Hier ist auf jeden Fall noch ein Kupfererz und eine Karotte. Das ist ganz wichtig.
Gut für die Augen, ne? Vitamin B, wisst ihr ja. So. Ja, dann hätten wir die Questreihe auch hinter uns. Dann holen wir uns jetzt nochmal die Sehenswürdigkeit hier, würde ich vorschlagen. Sehenswürdigkeit. Was ist denn das? So Leute, irgendwie ist meine Aufnahme gerade abgebrochen. Als ich hier reingehen wollte, dann gehen wir jetzt nochmal zusammen rein. Ich habe das jetzt zwar schon gefunden, aber macht ja auch nichts. Und zwar haben wir Heufusen-Kenning. Sieht dann so aus. Ja, da bin ich eben gerade auch nicht rein. Jetzt muss ich zusehen, dass ich hier schnell wieder rauskomme. Ja. Sollte mal schaffen. Ach komm, was soll's. Druff da. Einfach mal druff. Mitten in die Fresse rein und sowas. Kann ich mich eigentlich auch selber... Ach, toll, jetzt hauen sie auch alle ab. Na, dann hau ich eben auch weiter wieder ab. Wenn es sein muss, dann muss es halt sein. Gut, und da ich jetzt gerade safe bin, würde ich sagen, machen wir mal Schluss an dieser bei dieser Folge, hier an dieser Stelle. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir Level 10 werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann auch schon unsere erste persönliche Questreihe haben. Also Leute, freut euch auf die Quests. Ich freue mich auf jeden Fall, denn da weiß ich nicht mehr, was es ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Guild Wars 2. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.